Das war's mit der Hitze, meine lieben Freunde. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 14. bis 16.05.2018 hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Ja, wie gerade schon gesagt, sind in den letzten Tagen die heißen Temperaturen zu Ende gegangen. Vom Westen her kam ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik, die warme Luft weiter in den Osten von Europa getrieben haben. Und dadurch kommt jetzt nur noch mal am Wochenende ein heißer bzw. sommerlicher Hauch nach Deutschland. Dieser verläuft über den Sonntag und auch noch den Montag. Und wie ihr hier schon sehen könnt, werden am 14. Mai 27 Grad entstehen. Das wird aber, also 24 bis 27 Grad werden im Westen erreicht. Im Rest des Landes wird es ein bisschen frischer. Im Osten und der Mitte von Deutschland werden nur 19 bis 24 Grad erreicht. An den Küsten 15 bis 21, im Süden 17 bis 22 Grad. Nur im Südwesten, da wird es sogar noch frischer mit 12 bis 15 Grad. Da regnet es sich auch mehr ein, denn es kommt von Osten wieder gewittrige Schauer, die teils schwer ausfallen können. Teils regnet es da auch ganztägig, von vormittags bis abends, bis in die Nacht rein. Und in klaren Gebieten nach den Gewittern, was in der Nacht und am Abend geschehen kann, bis in den Morgen können schwere Nebelfelder entstehen mit Sichtweiten unter 50 Metern. Da bitte ganz genau aufpassen. Am Dienstag und Mittwoch gewittert es auch noch größtenteils stark. Gewitter oder auch gewittrige Schauer sind möglich. Da kann auch mal örtlich ein bisschen Hagel dabei sein. Am Dienstag, ihr seht es schon, es wird noch mal ein Ticken kälter. 17 bis 24 Grad in bundesweit erreichbar. Im Süden aber nur 10 bis 14 Grad, beziehungsweise im Südosten 14 bis 17 Grad zu erreichen. An den Küsten wird es auch noch mal ein bisschen frischer mit 8 bis 12 Grad. Das habe ich jetzt mal nicht so sehr mit reingenommen, weil die Wassertemperaturen beziehungsweise die Temperaturen über dem Wasser im deutschen Gebiet, die interessieren uns ja hier jetzt nicht so sehr. Am Mittwoch wird es wieder etwas wärmer für den Südteil. Da werden 11 bis 19 Grad erreicht. Im Rest des Landes 16 bis 23 Grad. Das war's mit dem Wetterupdate. Jetzt kommen wir zu den Aussichten. Und die sehen wirklich ziemlich herbstlich aus. Am Donnerstag und Freitag sind nämlich nur 10 bis 17 Grad drin. Die kältesten Temperaturen werden dabei im kompletten Süden erreicht. Dort setzt sich Regen fest, Dauerregen. Dort können es auch zu Überschwemmungen kommen. Zum Freitag und Samstag hin wird es wieder etwas freundlicher. Es regnet immer weniger. Und am Sonntag, Montag werden sogar schon wieder sommerliche Temperaturen von 23 bis 26 Grad erreicht. Also, wir überstehen die kurze Kältephase. Es ist ja auch gerade Mitte Mai und da ist das keine Seltenheit, dass es mal ein bisschen frischer wird. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder Mitte der Woche wieder und das war's mit dem Wetterupdate. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und kommt gut durch die Unwetter. Tschüss!